Im vorigen Abschnitt haben wir gesehen, dass es wichtig ist, einen Abschnittswechsel einzufügen, wenn man eine Änderung im Layout innerhalb des Dokumentes vornehmen möchte, zum Beispiel einen ein- und einen mehrspaltigen Teil haben möchte. Das will ich nochmal zeigen im Zusammenhang mit den Spalten. Im Augenblick habe ich ja nur eine. Wenn ich keinen Abschnittswechsel vornehme und wähle hier zwei Spalten, dann sind die beide gleich breit. Und das ganze Dokument ist zweispaltig, wie man unschwer sieht, wenn man hier die Vorschau anschaut, die Druckvorschau anschaut. Wenn ich aber hier bei Spalten auf rechts oder links gehe, dann sehe ich sofort im Lineal ein weiteres Element hier in der Mitte. Damit kann ich die Spaltenbreite mit der Maus verschieben. Dafür ist das gedacht. Und mit diesen kleinen Symbolen kann ich den Rand zwischen den beiden Spalten verändern. Wenn ich das genau konfigurieren will, dann klicke ich doppelt auf das Symbol hier in der Mitte im Lineal. Und dann habe ich die Möglichkeit, hier genaue Angaben für die Breite der einzelnen Spalten vorzunehmen und auch den Abstand zwischen den beiden festzulegen. Die Zahlen hier im weißen Bereich zusammengenommen ergeben 16. Das sehen wir, hier ist 0 und da ist 16. Und wenn ich hier beispielsweise eine Breite von 4 vorgebe und hier von 11, dann habe ich 15 cm für die Spalten. Und wenn ich jetzt auf OK klicke, dann sehen wir, dass hier 1 cm Abstand ist. Das kann man sich auch nochmal genau anschauen. Ich habe doppelt darauf geklickt. Und das gilt jetzt für das gesamte Dokument. So ist es eingestellt. Wenn ich das nicht für das gesamte Dokument haben will, sondern nur für den Bereich ab einer bestimmten Stelle, dann muss ich da auch wieder einen Umbruch einfügen, fortlaufend. Und dann kann ich zum Beispiel ab hier das Ganze auch wieder einspaltig machen.